Ich hab mal wieder keinen Ton an. Leck mich doch am allerwertesten. Also, nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Montagmorgen, der 29.01. Ich habe um Samstag nichts mehr gemacht. Ich wollte eigentlich um Samstag runterfahren nach Roggenhausen, den Baggerladen, den ich jetzt lade, den 300er Hitachi, und wollte dann im Anschluss an meinem Vierachser Reifen wechseln. Am Vierachser waren leider keine, oder für den Vierachser ist nur ein Reifen da, also hat es keinen Sinn gemacht. Hoppla. Ja. Die neuen Reifen sind bestellt. Das schlägt schon sehr weit aus, ne? Wenn ich das so sehe. Ich glaube, ich kann das noch leiser stellen. Wo ist er denn? Steht ein Fahrzeug hinter mir? Nee. Nee, nicht sperren. Nicht sperren, Kollege. Minus, das ist immer noch sehr laut, ne? Vielleicht habe ich einfach das Ding zu nah an der Gusch. Sorry. Geht gleich weiter. Leg ich es doch einfach da vorne hin. Ich glaube, damit hatte ich die besten Ergebnisse gehabt. Danke. Moin, moin. So, wie gesagt, ich glaube, damit habe ich doch die besten Ergebnisse, wenn das hier liegt. Oder vielleicht sogar hier oben hängt, wenn ich das Ding an die Schnute stecke, dann hört sich das so ranzig an. So, also. Wo war ich? Wir haben für den Vierachser haben wir nur einen Reifen da gehabt, und dann habe ich mir gedacht, da muss ich auch nicht extra hier hochkommen, oder beziehungsweise nur für den Bagger zu laden muss ich nicht extra losfahren, und habe mir dann den gemütlichen zu Hause gemacht. Deshalb bin ich jetzt heute Morgen erst unterwegs. Den Baggerladen. Ich meine, ich wäre so oder so heute Morgen unterwegs, aber ich werde jetzt wahrscheinlich, der Bagger geht, wenn ich recht, also ich weiß es noch nicht hundertprozentig genau, ich vermute aber, der geht nach Fahrradfahren. Minus 3 Grad. Respekt. Ich vermute, der geht nach Jettenbach. Steinbruch. Vermute ich. Weil wir da werden wir nächste Woche oder so, also Quatsch, diese Woche, vielleicht sogar heute schon, anfangen zu brechen.
Ja, ich habe Bagger steht wieder hier. Sorry. Bagger steht wieder hier, der muss hier bleiben. Das wusste niemand. Und heute kommt, ich weiß nicht, wer kommt. Da muss irgendwas repariert werden dran. Repariert oder Wartung oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den, war eigentlich schon mal gerade am Zusammenhängen wieder und dann hatte. Kollege, der hier auf dem RC-Platz, der den hier managt, einen Anruf bekommen, weil ich ja mein Handy mal wieder nicht dabei hatte, ne? dass ich Bagger stehen lassen soll. Also gut, jetzt fahre ich nach Hause. 30 weil laden soll ich in 330 jetzt, der zu Hause steht. Für Worms. In Worms ist aber der in Worms in Gensheim wird der 938 fertig heute. Wird dann ja Sinn machen, weil dass ich den gleich mitbringe. Aber wie gesagt, dann brauche ich halt große Tieflader dafür. Sorry, ich bin ein bisschen außen. Der Puste. Das, was ich hier vorhab. Ja, das sieht so aus. Ja, ich lenke mal mit. Warte. Sehen Sie das schon? Keine Ahnung. Also fahren wir wieder raus. Leer. Vielleicht komme ich heute Mittag dann auf dem Rückweg vorbei und bringe den dann mit. Vielleicht hole ich ihn aber auch erst morgen früh. Vielleicht holt ihn aber auch der Kollege. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, soll ich den erst laufen lassen? Da steht denn der 330, da hat ein Löffel dran, ne? Ne, das ist ja gar nicht. Da steht Nebel dran mit der Panzerglasscheibe. Die taut eh nicht auf. Die Panzerglasscheibe taut eh nicht auf. Ah, egal. Lade zuerst erst sattel ich um. Dann lade ich den 330. Vorhin hieß es Worms, jetzt hieß es eben Neustadt. Also ich hoffe, es war nur ein Versprecher. Wobei Neustadt, wenn er dahin soll, wo ich am Freitagmittag war, und dann geht das auch mit dem Vierachser. Die letzte Kurve wird ein bisschen scheiden. Thank you.
Schnell die Backe getankt. Gut. Attacke. Geht's los. Die Flaggen machen wir an. Ich dachte, ich hätte hoch genug gehoben, aber scheinbar nicht. So. LKW hinten dran, hab Werkzeug dabei. Ich kann mir überlegen, aber ich glaube, ich werde auf die A6 fahren. Die A6 auf die A61 und dann mal Stadt raus. Mal Stadt? Monsheim. Die erste Ausfahrt, die kommt. Monsheim. Egal. Die fahren wir raus.
dann sind wir fast schon da. Angeschriebene Möbelladen. So, mal gucken, ob ich hier auf einmal rumkomme. Normal sollte das passen. Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Holt alle gerade aus. Gut. Hier ist jetzt natürlich die allerbeste Zufahrt, ne? Da darf dir lang niemand entgegenkommen hier. Ich kann dir bedanken, Mutti, du hast Vorfahrt. Natürlich nicht, ob ich hier richtig bin. Ja, ich hoffe es einfach mal. Soll ich jetzt hier rechts rein oder was? Okay. Hier andere Zufahrt. Das ist doch Mist. Komm ich doch von der Runde. Ich kann so weg rückwärts runter, oder? Da vorne ist doch eine Zufahrt oder nicht. Aber weiß ich nicht, ob ich da mit dem LKW fahren kann oder nicht. Die Mutti mit dem Fahrrad vorbei. Das wird lustig. Davon ist keine Zufahrt, ne? Nee. Geil. Geil. Überlegen, ob ich rückwärts runter. Ja, du ist alles gesperrt. Wie sind dann die da hinkommen? Ich fahre einfach rückwärts runter. Fahre hier vorher und fahre dann. Ah, fahre ich natürlich voll auf den Bordstein. Jawohl. Ich
mal schnell die Frage da hinten weg machen. Hinten rum! Okay. Geht doch. Alles gut. Der Fahrer hat gerade gewunken, dass man hinten rumfahren kann. Der Kollege hat keinen Funk dran hinten. Kommt scheinbar kommt das alles weg hier. Der Brumm ist ja geil. Wir sollen irgendwann im Herbst der 956 her, aber 956. Ich vermute der KMT, ja? Ich weiß es nicht. Nur so eine Vermutung, wenn das wirklich wegkommt. Reichen später raus. Wie fahre ich denn später raus? Warum geht meine Jacke jetzt nämlich auf? Das ist doch ungewürstelt. So, Lea. Da steht hier, Kollege kommt jetzt gleich noch und ladet noch das Rest Werkzeug ab und dann. Ich fahre derweil weiter Richtung Gernsheim. Sagt irgendwann im Spät. Mein Ton geht wieder. Nur gestört dahin. Ich glaube, ich komme hier nicht vorwärts rum wegen der Ampel. Was ist das? Lampe, Fahne, Mast? Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt kannst du mal. Ist jetzt halt so. Danke. Ach ja, genau, das habe ich vermisst. Das habe ich vermisst. Los. Ich hab
habe ich geschlafen. Komm jetzt aber, Fadi. Wir fahren hoch nach Mainz-Ebersheim. Ja. Ich dachte noch, oh geil, ne? Das ist, als es hieß, ne? Eine alte Industriehalle oder so, oder ein Werksgelände halt. Ich dachte, jawohl, geil, da ist bestimmt Platz und so. Jo. Ist es. Ist wieder schön knacke eng. Schön knacke eng haben wir es wieder. Ich mal 946 hochgeschafft. Kommt jetzt gleich hier vorne, wenn der Ort reinfährt. Was ist los? Parken die alle oder was? Okay. Gleich, wenn man der Ort reinfährt, ist ein Einkaufsmarkt. Da haben wir direkt neben dran haben wir. Direkt nebendran haben wir genau da wo diese. Sieht fast aus wie ein Altersheim. Das Dev kommt der Ampel, du musst links, da kannst du ein bisschen eng werden, langsam mal. Okay, bist du da? Joris, guck hier ein bisschen. Genau da haben wir eben die Baugrube gemacht für diese Gebäude hier. Ja, so ist links, genau. Ging recht gut, hat enger Ausklinge, siehst du. Ja. So. Datensender, ja? So, fahren wir dort rein und dann geht's rechts ab. Dann gleich zweite oder dritte Haus auf der linken Seite. Auch mal am anderen Ende vom Ort habe ich mal ein
Bohrgerät von der Indianer gefahren. Jeder, der sich so ein bisschen in der Baubranche halt auskennt und ja, weiß, wer das quasi war, wenn ich sage Bohrgerät und Indianer. Weiß auch welche Firma das war. Aber es war nur ein kleines. Definitiv nicht. Hat man noch gepflegt, die Scheibe wieder gezeigt. Warum? Weiß ich nicht. So, weil ich mal langsam parken kenne, du. Ja, ich guck mal, ja. Aber Ring fahre ist doch gar nicht. Das wird nicht hier hauen. Das wird nicht hier hauen, da. Da mich einfach, ja, lädt da. Richtig, richtig beschissen da. Ich hab keine Ahnung. Guck mal bitte rechts hin. Aber das langt nie fährt zum Abhängen. Da ist das Luft, Alter. Schön zu nehmen, ne? Ja. Ja, ich muss noch mal ein Stück zurück. Mach mal kurz, komm mal raus, und da stehe ich zurück. Das ist so gut, ey. 9-4 Basis. Ich? Ja. Hast beide. Hast beide. Ich krieg so niemals abgehängt, das wird nichts. Okay. Sieht gut aus, Josh. Da mal gucken, ob ich jetzt so abhängen kann. Achso. Ja, ich hätte auch ein Riesenradpaket hergetun. Ja. Ich könnte mir den mal nicht abweisen. Da stehe ich raus mit Gas. Hallo? So. Michel, wie sieht es denn aus hier? Kommen die Autos durch? Ja, aber gerade so. Wenn der Bus kommt, ist rum. Bus fährt durch den Bus. Ja, geht nicht. Da muss ich rausfahren. Muss auf die Straße abladen. Das geht nicht. Okay, warum kurz? Kann man nicht die Autos haben? Wo stehen noch?
Ja. Anders, da geht's nicht. Ach, hier so? Ja. Ja. So, eigentlich hatte ich ja gesagt, dass ich, also der Plan war, dass ich über Rockenhausen fahre, den Takt hier nochmal lade. Dann für morgen früh. Aber in der Ortsdurchfahrt Imsweiler fackelt gerade ein Bus ab. Und der fackelt richtig ab. Also, ich heute nicht mehr da runter. Mache ich dann morgen früh. Ich gehe nicht davon aus, dass die Ortsdurchfahrt gesperrt bleibt. Mache ich das lieber so. Fahr ich wieder eine halbe Stunde früher los oder so. Lade den Bagger und dann. Ja, morgen früh soll auch der Sennebogen, oder morgen sollte auch dieser Sennebogen-Bagger gefahren werden. Wie schon erwähnt, den darf ich über Tag fahren. Ich habe jetzt keinen Plan. Ich weiß nur, dass der gefahren werden soll morgen. Dass jemand von der Firma halt kommt und eventuelles Fahrwerk zusammenschiebt und so ein Kram. Ja, mehr weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das stattfindet, ob das wieder im Sand verläuft. Keine Ahnung. Ach ja. Läuft alles, ja. Gut. Ich finde mich hier gerade auf der Steinbruchstraße. Ich werde, wenn ich dann hier leer habe, werde ich nach Hause fahren, werde meinen Dolly werde ich aufs Tiefbett stellen, weil mit dem Dolly komme ich bei der Amis nicht durch den Check-in. Und dann geht es an diesen Sennebogenbagger. Es ist alles quasi vorbereitet. Ja. Dann wird er heute wohl gefahren werden. Vorne ist der Steinbruch.
da sind wir wieder. Auch schon, beziehungsweise wird gerade aufgebaut. Und der Radlader ist auch schon hier. Der Achse hierher gefahren, ne? War es ein Klotz von Brecher. So, ich weiß nicht, ob hier jemand durch will. Ich fahre lieber noch ein Stück vor. Wir fahren die Fahrzeuge manchmal hoch. So müsste es passen. Das hier wird gebrochen. Nee. Gut, gehen wir raus. Ich bin im Hof. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache, die ich jetzt machen soll. Jetzt mein Dolly, das hänge ich dran und stelle es auf der Tieflade, weil ich komme sonst nicht in die durch den Check-in in Kaiserslautern in der Kaserne passe ich von der Länge her nicht durch. Vielleicht schon, aber es wird haarig. Harry. Jetzt sollte schon wieder abgesagt werden. Ich weiß nicht warum. Mir wird gesagt, dass wir gegen 9:30 gut, das habe ich auch nicht. 9:30 ist jetzt quasi gleich.
ist 20 nach 9. Und wurde mir gesagt, dass ich da sein soll. Jetzt hieß es, dass ich schon hätte um 7 Uhr da sein. Also das läuft wie... Ja. Dann ist da halt noch das Nächste. Der Bagger soll nach Püttlingen und ich habe keine Genehmigung für Püttlingen. Ich habe nur eine Genehmigung für hierher auf den Hof. Das mache ich auch. Da könnte ich alle auf den Kopf stellen. Wenn sie den Bagger haben wollen, sollen sie ihn wiederholen. Ich finde das eh egal. Ich mache das jetzt schnell. Ich hänge schnell Dolly an, fahre den drauf und dann... jo. Ich muss meinen BF3-Fahrer noch fragen, wer jetzt von den Vieren mitfährt. Das weiß ich auch noch nicht. Gehen wir gleich. Heute läuft wie Sau. Ich bin hier bald am Verzweifeln. Kriegst nur Druck. Ja. Irgendwer nimmt den Mist an. Irgendwer plant es. Und du das machen musst, kriegst nur Druck, kriegst nur Feuer, Albern bist du da, Albern dies, Albern das. Jetzt ist auch noch die Speicherkarte voll dahinter. Ja, also filme ich jetzt mit dieser hier. Ich werde das Laden eh nicht filmen. Einfach. Um keine Angriffspunkte irgendwie von dieser Firma aus, von der wir den Bagger holen, zu bringen, zu haben. Ja. Nicht, dass es da Ärger gibt. Die zwei Monteure sind schon da. Sind schon drin. Ja, vielleicht ist das alles schon durch, dass wir einfach nur hinfahren können laden und Abfahrt. Wäre natürlich schön. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es jetzt passieren, ob wir mit Bagger oder ohne Bagger rausfahren. Das ist, steht halt noch in den Sternen. Aber das wissen wir auch gleich.
wirklich, dass ich die Speicherkarte gewechselt kriege, wenn ich dann geladen habe, dass ich wenigstens dann das Rausfahren ein bisschen filmen kann. Da sind zwei, drei Ecken dabei, die sind richtig eng. Aber eng ist geil. Sorry. Wandblinker muss an sein, weil ich entgegengesetzt der Fahrtrichtung fahre. Gut, Attacke. Jawohl. Von einem Abschlepper im Weg. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, können wir hier rechts raus? Und dann können wir hier nicht rechts raus. So hoch. Ich weiß nicht, ob ich da drüber komme. Muss. Au, 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 au. Aua. Schon mal eine Rübe. Ja, ich hab's gemerkt. Ah, da kommt gerade ein Bus von vorne. Ah, okay. Geht nicht, ich muss da durch. Muss da durch, geht nicht anders. Was er wollte, aber ich soll alle Strom fahren. Ich hoffe, dass das nur ein Stein war. Ach nee. Wenn wir auffallen, dann fallen wir richtig auf, ne? Thank you.
So, da vorne kommt jetzt gleich die Kurve. Wenn wir da rum sind, kann ich auch den Wandblinker ausmachen. Werden wir niemals rumkommen, denke ich. Warte kurz, bitte. Ja, doch, sieht. Ach. Ich glaube, das sieht gut aus jetzt. Danke. Ich glaube, das sieht gut aus jetzt. Man nur noch der Pfanne die 90 Grad Linkskurve kriegen. Da habe ich ein bisschen Bedenken dabei, weil es geht bergauf. Ich vermute, dass die Reifen ein bisschen durchdrehen werden. So, da unten den lassen wir noch vor. Oh, die Kurve sieht sehr gut aus. Glück des Tüchtigen wieder mal, ne? So, nochmal sperre uns ASR raus. Sperre rein und uns ASR raus. So. Jetzt kommt hier die 90 Grad Linkskurve. Zu einfach gewesen, wenn man gefragt hätte, ob wir hier hin das Tor raus könnten. Wirklich einfach gewesen. Ja, das klappt auch. Ja, alles gut. Kriege immer alles hin. Achtung, Randstehe hin. Weiter. Passt. Perfekt. Jo, man sieht. So, hier kommt noch so ein Bumper, so ein. Ich glaube, da muss ich hochheben. Ich versuch's mal, aber ich denke, es wird nicht hinhauen. Könnte sein, dass ich da jetzt hochheben muss. Knapp, aber passt schon. Wunderbar. Ja, scheint, als hätte man die richtige Fahrhöhe eingestellt. So, hier nochmal mit Geisel. Es wird jetzt nochmal ein bisschen, würde ich am liebsten Englisch fahren, ne?
Aber ich habe kein Fahrzeug, das vorne herfährt. Dann machen wir das auch nicht. Stein. Ja, schlimmste Hammer geschafft. Und die Ausfahrt wird noch ein bisschen enger, aber dann sollten wir es geschafft haben. Noch kurz, da kommt ein Bus vorne. Ich lasse den noch durch. Ja. Komm, fahr doch. Danke. Problem. Machen wir doch gerne. Spanngurt anlegen. Als weiter. Stein. Na, alles gut.
geht nicht ganz auf, aber es reicht. Ampelune wird schnell wieder rot. Ach Scheiße, was soll ich machen? Soll ich jetzt warten? Ja, komm, wir warten die noch und dann ziehe ich gleich mit durch. Ja, die ist ja schon wieder rot. Ja, ich hab ihn gerade gesehen. Das brät doch gleich. Jawohl. Wenn der Autobahn auffahrt, kommt noch mal ein Kreisel und dann ja, ist man noch Autobahn. Jetzt hier gucken, dass von links, dass von hinten keiner kommt, weil ich brauche zwei Spuren definitiv.
So, normal muss ich nicht mitlenken, ja, aber ich mache es zur Sicherheit. Mache ich mal alles bereit. Ach, der fährt die Laterne um. Alles passt alles. Es ist frei, ja, fällt sich Kansch. So. 81, 85, 82, das reicht. We'll be right back.
nicht hinhauen. So. Mal habe leer. Ah, okay. Der Kollege lenkt mich jetzt noch raus. Der steht da hinten dran. Ja, also alles im grünen Bereich. Sorry. Jetzt raus auf die Straße. Ich muss da schnell vorbei. Ich hab gar keine Zeit für sowas. Ich muss da durch. Nee, da drüben steht. Ah, okay. Alles gut. Ah. Gib einen Moment! Holzklotz vergessen. Der Holzklotz hat seinen Bruder vergessen. Dienstagabend haben wir es, kurz vor sechs, irgendwas, viertel vor sechs oder so. Hab den Brecher noch geladen, der geht morgen früh nach Rockenhausen. Jo. Schwertransport im Nahverkehr ist der letzte Verkehr ist der letzte Scheiß. Das jetzt mal so sagen darf. Schöner ist es doch, du fährst irgendwo hin, montags von mir aus auch freitags schon, ladest, fährst dann übers Wochenende nach Hause, fährst sonntags abends von mir aus los, bist eine Woche am Fahren, ladest wieder ab. Das wäre doch was Schönes, oder? Und
Und hier hast du 3-4 Ladungen jeden Tag. Jeden Tag quälen. Ketten dran, Ketten ab und ach, Kette vor, Kette zurück. Und Abkehre und Gummimatte unterlegen und alle. Ja, das hast du jeden Tag mehrere Male. Und was ist der Dank? Genau. Egal, auf jeden Fall würde ich sagen, machen wir Schluss für diese Folge. War langweilig genug. Hey, Spaß. Zieh mich jetzt um und geh nach Hause. Schnitzel. Bis denn. Ciao, bleibt gesund, habt Spaß. Nochmal ciao.